Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Captain of Industries. Ja, ich habe diese Folge schon aufgenommen und dann ist mein PC abgeschmiert. Windows, man muss es lieben. Genau, ich wollte, also ich habe mit Rowis Kommentar erwähnt und wir haben über so ein bisschen was geredet. Fangen wir einfach wieder da an, wo ich vorhin aufgehört habe. Machen wir alles nochmal von vorne. Also, fangen wir damit an. Ich sollte meine Schwierigkeiten anschauen und der Schwierigkeitseinstellungen bin ich bei Solarstromerzeugung auf Standard. Weil ich habe grundsätzlich alle auf Standard eingestellt und bin auch der Meinung, dass man, wenn man ein neues Spiel macht, wie wir jetzt hier zum Beispiel gemacht haben, oder das erste Mal so ein Spiel spielen, alles relativ auf Standard lassen sollte. Sortierung von gemischten Erzen. Wenn aktiviert, müssen geförderte in Lastwagen gemischte Materialien in einer vorgesehenen Sortieranlage verarbeitet werden. Wow! What? Bedeutet, ich müsste, wenn ich einen gemischten Transporter habe, den zu einer Sortieranlage bringen und der... Warte, ich mach mal die Kamera ein bisschen runter. So. Muss das dann von der Sortieranlage sortieren lassen? Holy moly, okay. Genau. Aber schaut aktuell so aus. In der Historie 0 natürlich, da seht ihr, ich habe nichts verändert. Aber cool, dass man jetzt auch rausschauen kann. Ich sehe es genauso wie Roy, das kann man eher nur als Unterstützung nutzen wie alles andere. Wenn man auch das Upgrade macht, gleich sind wir bei 170 Kilowattstunden circa, was da rauskommt, bedeutet bei 10 sind wir auf 1,7 Megawatt. Ich würde das aber gerne ausbauen, soweit, dass wir mit den Solarpanelen notfalls jederzeit unsere, unsere Wartungsgebäude damit unterstützen können, damit die Grundfunktionalitäten dauerhaft halten können, egal ob unser Atomreaktor ausfällt oder nicht. Genau. Es ist jetzt gerade so weird, weil ich war gerade wo komplett anders. Jetzt muss ich wieder alles von vorne machen. Dann war die Frage, wie es mit meinen Wohnhäusern ausschaut, wie ich das vorhabe zu erweitern. Grundsätzlich gibt es noch ein, zwei Stellen, die offen sind. Zweitens, wir haben hier noch die ganzen alten Häuser, die wir upgraden können. Da werden wir einfach gleich mal das hier auch upgraden, weil ich glaube, davon haben wir genug aktuell zur Verfügung, dass wir das machen können. Yep. Außerdem soll die Anlage in Zukunft irgendwann mal verschwinden. Bedeutet, wir kriegen hier noch ein bisschen Platz für mehr. Wir können die ganze Reihe hier dazusetzen und wir haben hier noch rein theoretisch eine Ecke, die freigebaut werden müsste. Es war ja mal eigentlich so geplant, dass das bis hier vorgeht. Ich glaube, relativ am Anfang des Let's Plays bis hier vor. Und dann wollte ich eher ins Meer erweitern anfangen. Aber es hat ja bis jetzt extrem gut gereicht. Und wenn ich noch eine komplette Reihe dazu setze von Hohen und Häusern, nicht nur erweiter von, was ist das, um 100 erweiter, sondern mir 230 dazu hole, überlegt mal, wie viel ich mit einer Reihe dazu kriege, weil es sind 6 Gebäude, bedeutet 1200 Mitarbeiter, die ich mir noch holen könnte. Neben den 500, die hier noch liegen, sind wir also bei ca. 1600 am Ende, die ich noch plus kriege mit der Fläche, die ich offen habe. Dann aber auch noch die Fläche dazu, das sind nochmal 500, jetzt sind wir bei 2000. Dann noch die drei dazu, sind wir bei, ja, roundabout 2700 Bewohner. Also fast noch die Verdoppelung unserer aktuellen Bewohnerzahl, die wir hinkriegen können. Bedeutet, ich mache mir da ehrlich gesagt relativ wenig Sorgen mit. Klar, diese Anlage existiert noch, ohne Frage, aber wenn wir hier hinten den Atomreaktor bauen, soll ja da fast eigentlich die komplette Wasserproduktion rauskommen. Bedeutet, hier wird ja die Wasserleitungen bis hier vorne verlegt. Das wird eines der großen Projekte, die wir noch haben, eine massive Wasserleitung durch die komplette Karte durch. Genauso wie hier unsere Verschüttungsanlage, die mittlerweile steht. Ja. Genauso ungefähr wird das geplant. Ich muss nicht gerade aufpassen, was hier, dass ich hier keinen Scheiß baue. Weil wir haben die Kohle, nee, die Kohle haben wir angefangen, jetzt bist du aber der, der wieder hinten steht. Du kannst mal bitte raus, weil eigentlich solltest du dich auch upgraden lassen. Ah nee, du wirst geupgradet. Du hast aber noch kein Upgrade-Ziel behalten. Und du musst dich noch festlegen, dass du ein Großmetallkolber wird und getauscht wirst. Weil ich habe hier schon neue Aufgaben gelegt, dadurch, dass wir zu wenig Material hatten, will ich, dass wir das hier ausmeinen anfangen können. Und das Stück für Stück sozusagen jetzt nutzen. Die Flächen ein bisschen überarbeiten, die wir hier haben.
Da können sie dann meinetwegen rummeinen, wie sie wollen. Hauptsache, wir kriegen jetzt dann nachher die ganzen Materialien hier raus. Jetzt müssen halt die Transporte erstmal wieder kommen, weil ich glaube, der eine ist noch irgendwo unterwegs. Wo ist denn der zweite Kippmulder? Hat die nicht gerade weggeschickt hat? Ah, nee, das war gar nicht der Kippmulder. Ah, der fährt sich jetzt wahrscheinlich jetzt vergrößern. Der ist mittlerweile auf der Liste gleich ganz oben gekommen. Kann das sein? Ja. Schneller liefern. Fahrzeugobergrenze natürlich erreicht. Genau, dann zur nächsten Frage. Genau, die Farmen. Die Farmen mache ich mir aktuell auch noch nicht wirklich große Sorgen. Habe ich das jetzt hier unter Kontrolle? Ja, ich habe hier jetzt auch in der letzten oder in der kaputten Folge hier ein großes Lager noch hingesetzt, damit die das hier abarbeiten können. Ich mache mir ehrlich gesagt um die Farmen noch nicht so wirklich Sorgen, weil unser Lager aktuell noch ganz gut hält. Ich vermute zwar, dass wir das nochmal erweitern müssen, aber ich habe auch die noch nicht alle... Habe ich alle geupgradet? Habe ich? Habe ich. Aber selbst dann muss ich halt gucken, wo ich halt nochmal was hinbaue. Ganz ehrlich, da mache ich mir jetzt wenig Sorgen drüber. Weil wenn ich allein hier das zu kippen anfange, hätte ich hier vielleicht eine Verdopplungsmöglichkeit offen. Weil dann tue ich halt hier Farm lang setzen. I don't care. Und wir haben immer noch eine massive Brotproduktion, die dauerhaft, glaube ich, stehen könnte. Also die, wo mir am wenigsten Sorgen macht. Wir können eine Hühnerproduktion noch anfangen. Weil wir produzieren ja rein theoretisch die ganze Zeit Tierfutter, was wir halt aktuell in Erde verwalten. Genau. Und dann hat mich natürlich Rory noch angefragt, ob ich meine Schwefel- und Schlammtausch noch habe. Den hier also. Ja, den habe ich noch. Und dass ich doch das dann nutzen soll, um Biogasanlagen zu bauen. Und das haben wir gleich in der letzten oder vorletzten Folge besprochen gehabt. Ich glaube, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wann wir es genau gemacht haben. Aber ich will ja, dass sie erstmal verfüllen. Damit wir dann sozusagen hier die Anlage draufsetzen können. Bedeutet, das zieht sich noch ein bisschen. Aber ich habe heute meine Pläne, die ich schon gemacht hatte und jetzt sind sie futsch. Ich will diese komplette Anlage hier ein bisschen überarbeiten sozusagen. Ich werde Sohle von hier unten nach oben schieben. Wir werden Kohle von hier nach da schieben. Diese Anlage in Betrieb nehmen und anfangen Graphit zu produzieren, damit wir... jetzt dann anfangen können, die Graphitproduktion umzustellen. Mein Ziel aktuell. Deswegen werden wir jetzt hier die ersten Vorkommnisse dafür auch vorbereiten. Wir machen hier eine Leitung 3, die von hier nach da läuft. Und dann setzen wir das natürlich auch höflichst um, indem wir das hier nach hier bringen. Genau. Ach, komm. Falscher Button hat mir gerade mein Spiel versaut. Nein. So, das bauen wir jetzt schnell fertig und jetzt war ich gerade komplett lost, was ich da mache. War nicht schlecht. Ich muss doch mal wieder ein bisschen mehr mit den Dingen hier machen, mit ihnen hier. Mit dem Betonplatz und Fahrzeugwartung minus 20% zum Beispiel auf den Dingen hier. Gibt es ja auch bessere? Nee, das macht keinen Unterschied, außer dass ich hier für Stahl brauche. Dann nutze ich doch meine Stahlbetonflächen. Aber gilt es... Ja, Fahrzeugwartung. Das gilt für Fahrzeugwartung. Ich müsste denen das da hinten mal das Langfahren verbieten, weil die fahren die falsche Strecke. Was für ein Boden habe ich da platziert? Ist das der hier? Scheint so, ne? Wir machen mal hier draus eine Anlagenfläche. Wir bauen das mal ein bisschen aus, damit wir vielleicht die Wartung wirklich von den Fahrzeugen ein bisschen runtersetzen können. Wäre natürlich fein. Ich vermute zwar nicht, dass das was wird, aber wir probieren es einfach. Habe ich das jetzt nicht gebaut? Okay. Gut. Wir haben die
die Kurve hier reingesetzt. Perfekt. Nein, 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 nein. Abrissbirne. Wo ist meine Abrissbirne? Da ist meine Abrissbirne. Weg damit. Rohrleitung 3. Ein. Na, ah. Doppelklick muss ich machen und schnell liefern. Das, was ich jetzt hier einmal machen muss, damit die Rohre runterkommen, wenn da neue reinkommen sollen. So sperren wir die nicht jetzt auch ein bisschen in die Ecke rein. Hihihihihi. So, und setzen das hier hin. Schnell liefern. Die Ecke abreißen auf die Schnelle. Rohrleitung einsetzen und platzieren. Aber dann haben wir hier schon mal die große Produktionsfläche frei, mit der wir vielleicht noch ein bisschen mehr machen können und das Ganze ein bisschen pushen. Das ist eigentlich meine Idee dahinter aktuell. So, jetzt schauen wir mal, wie es mit der Kohle läuft aktuell. Schaut gut aus. Es sind auf jeden Fall, glaube ich, 2 Bagger da wieder. Auch wenn die Kollegen irgendwie teilweise nichts transportieren. Wo fährst du hin? Ah, du musst dich. Ah, wir brauchen eine Tankstelle da vorne, glaube ich mal. Das könnte vielleicht mal ein anderer Punkt sein, den wir brauchen. Achso, das Lager ist voll. Weil das Lager voll ist. Okay, das ist ja legitim dann. Das ist ja absolut legitim. Gut, was wir als nächstes machen müssen, ist eine neue Brücke. Denn ich muss ja jetzt von unten quasi den ganzen Rest herholen. Bedeutet, wir machen jetzt hier nochmal eine Brücke hin. Und machen hier eine Rohrleitung 3. Die mit nach hier vorne geht. Und dann hier durch die Anlage durch. Nein, oh. Ach Mann. Ach, come on. Und, oh, stopp. Abbruch. Was mache ich? Man merkt, dass ich das schon mal gemacht habe, ein bisschen frustriert bin, glaube ich, dass ich das jetzt nochmal machen muss. Weil ich wollte es nicht nochmal machen. Das hat mich gerade so aufgeregt. Ich habe so gehofft, dass die Aufnahme funktional ist. Aber leider erkennt mein Schneideprogramm nicht an, dass ich das noch habe. Bedeutet, ich bin darauf angewiesen, dass ich das jetzt so mache. So. Wir lassen es gleich nach da vorne laufen. Warum nach da vorne? Weil hier vorne ist der Anschluss. So. Die brauchen wir auch nicht. Das kann ich euch jetzt schon erzählen. Und die Rohrleitung bauen wir gleich. Wir müssen aber auch die anderen Rohrleitungen upgraden, die hier durchlaufen. Weil es sind teilweise keine Rohrleitungen 3. Und das muss aber noch eine Rohrleitung 3 werden. Oh, jetzt die ganze Upgrade. Auch nicht schlecht. Gut, und hier hatte ich vorhin nämlich als noch ein Backup eingebaut, extra für die Leitung, als Sicherheit. Weil ich gedacht habe, man kann ja nie Fehler machen, wenn man wenigstens überall 1-2 kleine Backups reinbaut. Aber was soll schon passieren, wenn ich Backups irgendwo habe? So. Und der hat sich dann relativ schnell sogar befüllt. Also wenn man sich das anschaut. Wait, what? Fließt gerade die Leitung nicht.
Alter, kurzer Herzinfarkt. Man braucht halt wieder nicht so viel Salz, weil das sammelt sich ja so oder so am Ende. Also ich muss da die Leitung füllen, die hat auch 255 Kapazität. Aber die füllen ja auch dann den Zusatztank an, damit die Leitungen voll bleiben. Also ich habe hier ein paar Sachen, die glaube ich nicht so optimal laufen. Aber, wie gesagt, es ist ja eh nur noch, Alter, eine temporäre Sache. Wenn die temporäre Sache vorbei ist, hat sich das Ganze eh aufgelöst. Weil es war früher eine gute Anlage, aber mittlerweile ist die halt veraltet einfach. Fertig aus. Braucht man nichts anderes drüber sagen. So, der Tank ist voll perfekt. Wir haben die Flächen frei gemacht. Ja, ich lasse das hier. Wir bauen jetzt hier unten. Wenn ich jetzt nochmal niesen muss, kriege ich gleich einen Anfall. Muss nochmal. Nochmal niesen. Das ist doch ungut, Mensch. Kennt ihr das, wenn auf einmal einfach so die Niesanfälle kommen und man einfach keinen Bock drauf hat? So ungefähr ging es mir gerade. So. Schön gut aufzu. Es geht schon wieder los. Heute los. Heute ist nicht der Tag zum Niesen, meine Freunde. Heute ist der Tag zum Arbeiten. Randa? Oh, ich hab dich falsch schon platziert, Mensch. Flip. U-förmige Verbindung. Ich meine, wir nutzen die gleich wieder auch so einen Schüttgutaufzug. Einfach weil ich. Ich mag die Dinger. Das war die beste Erfindung, die sie machen konnten, diese Schüttgutaufzüge, finde ich. Die sind einfach der pure Hammer, weil die einfach so simpel auch zum Verbedienen sind. Zack. Perfekt, gut, dann machen wir doch mal. Lass soweit fertig. Oh, stimmt, ich habe ja gar nicht die ganze Leitung gebaut. Der coole Teil hier wird auch nochmal schnell verbessert. Oh, wie weit verbessere ich dich gerade? Ups. So, wir verbessern jetzt mal, oder tun gerade mal das schnell bauen. Wo ist die Leitung? Da ist sie. Dann sind die quasi ready to go. Aber wir müssen noch eine Rohrleitung ziehen. Und zwar für das hier. Und das wird, glaube ich, die ekligste Leitung. Weil die muss ich bis hier runterkriegen. Obwohl, ich glaube, das wird gar nicht so schlimm. Muss ich bloß den passenden Anschluss finden. Du bist saures Wasser. Perfekt. Problemanschluss gefunden. Schnell bauen. Schnell bauen. Dich tun wir verbessern. Ich glaube, hier wollte ich eigentlich mal was anderes einbauen. So, warte da mal. Wir machen das schnell. So, ich baue jetzt mal den Wasserverteiler nochmal ein. Oh ne, das lassen wir bitte. Wir bauen das direkt runter. Verbessern dich auch auf Rohrleitung 3. Und dich, und dich. Rohrleitung 3 Anschluss, damit es notfalls schnell rauskommt. Doppelt einfach, weil wir es können. So. Das hat ja jetzt hier den Zusatz bekommen. Leute, die zwei kriegen Prius. Gut, dann läuft hier quasi. Ist alles angeschlossen. Das ist natürlich super. Dann schicken wir noch die Kohle rein. Ah, jetzt liefern die das. Nein! Nix liefern. Automatik.
Automatik. Und hier werden... Wow, hier werden direkt viele gelagert. Wie viel produziert ihr? 24 die Minute. Das sollte fürs Erste uns eigentlich covern, glaube ich sogar. Mit dem ganzen Rest, den wir produzieren. Machst du eigentlich auch... Nee, du machst uns nichts. Wie gesagt, die saubere Wasseranlage ist vielleicht noch so eine Sache, die man vielleicht auch überarbeiten müsste nochmal. Wir haben halt gerade die Schwefelsache, die wir in den Handel reinbringen müssen. Aber jetzt haben wir immerhin schon mal eine Graphitproduktion, die sich auffüllen kann. Ich werde sogar zu einem großen Stück Lager jetzt noch upgraden. Einfach weil das Lager so groß werden soll, meiner Meinung nach, dass wir am Ende genug machen können. Wie gesagt, das Ding ist gleich auch komplett overpowered für die zwei. Eigentlich könnte ich daran vier anschließen. Aber ich hätte ja noch ein bisschen Platz, dass ich zum Beispiel noch einen anschließen kann. Das sollte kein Problem werden. Und dann muss ich halt hier einfach mal durchlaufen, fertig aus und schließe es da noch an. Absolut kein Problem, dass ich die Anlage nochmal verstärke. Warum habe ich hier zwei Anschlüsse? Ach, weil ich es einfach lustig fand, glaube ich. Einfach, weil ich es lustig fand. Genau, und dann können wir hier an das Graphit anschließen. Das wird dann hier runtergeschickt. Und dann können wir hier die Produktion umstellen. Easy peasy. Wir brauchen halt Wasser. Gut, wir schauen mal kurz in die Kohle, wie es bei der Kohle, bei der Kohle läuft. Aber es schaut gut aus soweit. Die Transporter sind wohl noch nicht so ganz da. Vier große, ich glaube, wir bräuchten ein LKW mehr hier, damit das gut läuft. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Fahrzeugverwaltung. Weil es uns doch ein bisschen mehr Spielraum gibt. So, aber immerhin, wir sind hier quasi durch. Beziehungsweise wir graben uns hier gut durch und kriegen hier gut Kohle raus, weil wir genau auf dem Level sind, wo die Kohle fast aufhört. Also eine sehr gute Höhe erwischt. Wie schaut es mit unseren Leuten hier beim Verkippen aus? Die sind durch mit dem Verkippen, kann das sein? Das heißt, ihr kriegt von mir noch schnell das Verkippgebiet hier. Und ich tue eure Region nochmal neu definen. Bereich anpassen, weil danach heißt es nämlich umziehen. Und das bereiten wir jetzt hier auch mal vor. Ich werde jetzt hier oben Lager aufbauen. Große Schüttgutlager, die das Ganze entgegennehmen sollen. So. Schön. Gut, Kabel. Aber jetzt ist sozusagen der Moment gekommen, wo wir die zweite Leitung ziehen müssen, damit wir die Leistung hochkriegen. Jetzt halt brauchen wir hier eine zweite Leitung. Folgen wir der ewigen Leitung mal. So. Das wird wieder teuer. Das wird sehr, sehr teuer, was ich hier mache. Ich sag's euch. So. Alter, was habe ich denn da für Leitungen gelegt? Holy moly. Könnte sein, dass ich ein bisschen übertrieben habe. Das ist jetzt gerade voll das Concentration-Spiel, weil ich herausfinden muss, wo ich was platziere. Zack. Alter. Wie viel ist das?
Da ist ja wurscht, wie wir ungefähr laufen. Hauptsache, wir laufen ähnlich. So, und angeschlossen. Ja, Alter, 450. Teure Leitungen. Ich glaube, wir machen einen Leitungsgraben mal hier durch die Karte durch. Und zwar einen richtigen, gescheiten Leitungsgraben. Aber wir hätten ja rein theoretisch sogar die Möglichkeiten, hier zu sagen, wir graben uns einmal quer durch und das wird halt unser Leitungsgraben fürs Erste. Wenn wir Umleitungen brauchen, brauchen wir Umleitungen, aber dadurch ziehen wir alles. So, jetzt ist hier rein theoretisch der Hafen voll, oder die Anlage voll. Das bedeutet, die Kollegen sind hier unten auch jetzt schon gut dabei, wenn wir uns das anschauen. Von den Ebenen her, sie können sich durchgraben. Hier ist zwar nichts dazwischen, aber sie hätten hier einen Angriffspunkt, um wieder ins Kupfer zu kommen. Das ist wichtig. Wir sind gesichert fürs Erste, können arbeiten. Wie lange zur Hölle läuft diese Anlage durch? Guck mal, die sind erst hier. Holy moly. Und mit der können wir halt dieselbe Produktionsleistung durchziehen, die sie jetzt aktuell machen. Weißt du was? Aber es kriegt hier vorne einen neuen Turm. Finally werden wir einen neuen Turm dafür beauftragen, der sich darum kümmern soll. Wir machen jetzt hier einen Baukontrollturm hin. Wir bereichen den Platz an, und zwar auf 4. Hier wieder nur die dazu zugewiesen. Warte mal, ich muss das aber... Wie war das? Das sind Importrouten. Bedeutet, ich mache hier eine Importroute von hier und kann dann... Hä, wie habe ich das hier geschafft? Akzeptiert nur zugewiesen. Wie habe ich denn das bei den Dingern hier gemacht? Ach, hier habe ich LKWs. Hier habe ich die LKWs zugewiesen. Ah, okay. Bedeutet, jetzt machen wir dasselbe hier. Wir weisen hier LKWs zu. 4 Stück fürs Erste, sagen aktuell nur zugewiesene. Und dem Turm ist nichts zugewiesen gewesen, oder wie? Nee, das ist nur die Steuerung sozusagen. Lustig. Wir reduzieren hier mal auf 3, dann haben wir ein bisschen mehr Spazi frei. Und hier ist schon unser erster Mitarbeiter, der hoffentlich sitzt jetzt. Exportroute. Gestein. Achso, muss ich jetzt hier auf Leeren gehen? Ja, okay. Ich muss auf Leeren gehen, sonst machen sie nichts. Hehe, lol. Gut, die 4 fangen jetzt an, hier zu verkippen. Und damit werden wir Stück für Stück uns jetzt vorbereiten, dass wir die Leitungen füllen können. Indem wir unsere Produktionsanlage jetzt herkriegen. Weil das Gebiet... Warte mal. Das Gebiet hier wird auf dieselbe Höhe gebracht wie das hier, plus 1. Bedeutet, wir haben eine Ebene wieder stehen, was es natürlich um einiges angenehmer macht. Die Kollegen schippen auch hier schon alles raus, aber die werden, glaube ich, gleich ein bisschen überfordert sein. Die kriegen von mir gleich schon wieder Verstärkung. Weil die kippen jetzt noch ein bisschen hier und dann werde ich ihnen aber auch... Sagen wir mal, den Rest geben, dass die wieder ausschalten. Die Fahrzeugverwaltung geht langsam und sicher voran. Dass wir das neue Gebiet kriegen. Aber hier produzieren wir 48 zu 24, bedeutet... Es ist halt hier 1 zu 1 und hier auch 1 zu 1. Das ist halt eine 1 zu 1 Produktion, ne? Könnte ich rein theoretisch aus Interesse, wenn ich jetzt sage, ich dupliziere dich, würdest du haargenau hier hinpassen? Nein, würdest du nicht. Hier haben wir mittlerweile auch schon wieder einige, bedeutet, wir werden die Solaranlage hier sogar noch vergrößern. Ja, ich habe mich ein bisschen über das Zeug gesperrt. Ich gebe es zu, es bringt sich schon was und wir werden damit auch eine Grundsicherung uns weiter veranstalten hier. Einfach, weil ich es gut finde, dass wir das machen können. So. Klar, es kostet Wartung, aber gleichzeitig hält unsere Wartung am Laufen. Also eigentlich ist es wie so ein Ding, was... Wie so eine... Wie heißen denn die Dinger wieder?
wie so eine Lebensform, die sich von einer anderen Lebensform abhängig ist, während die wiederum von ihr vielleicht so ein bisschen abhängig ist. Kann ich das jetzt in der Stromproduktion eigentlich sehen? 900 kW. Nee, oh, guck. Wir übersteigen jetzt die drei Standardstromgeneratoren mit der Produktion her. Wir können maximal mit ihnen 2, irgendwas Megawatt leisten. Und die stehen auf der Prioritätsliste auch ganz unten. Was ist das? Wenn aktiviert, kann hier erzeugter Strom nur von Verbrauchern, die als Überschussverbraucher ausgewiesen sind, verbraucht werden. Was ist jetzt, wenn ich das rausnehme, den Haken? Den kann ich gar nicht rausnehmen, okay. Warum darf ich diesen Haken nicht rausnehmen? Das ist fix, oder wie? So, wie viel hätte ich jetzt rein theoretisch noch, wenn ich sage, ich baue noch ein paar mehr? Ich habe noch, ja, ich habe gerade die kompletten Reste aufgefressen. Hey, aber es funktioniert. Wir haben jetzt eine funktionale Backanlage, die bis zu 2,18 Megawatt produzieren kann und somit eigentlich unsere komplette Wartungsproduktion verwalten kann. Nur überschüssige Energie nutzen. Schau an, kann ich mit denen jetzt machen. Interessant. Ah, ich kann wahrscheinlich den Haken rausnehmen, wenn ich sage, okay, ich habe welche ausgewählt und dann sage ich, die Solarpaneele werden nur davon genutzt. Das kann ich doch bestimmt bei den Generatoren auch machen hier hinten, oder? Ja. Hier ist der Button auch drin. So, hier graben wir uns auch schon gut wieder durch. Schön zu sehen, schön zu sehen. Schauen wir mal, dass wir so langsam unsere Kohle wieder aufkriegen. Unser Netz ist natürlich immer noch extrem ausgelastet. Das darf man natürlich nicht vergessen. Aber wir verkippen wie blöde schon. Und ich bin gerade beim Überlegen, ob wir irgendwie das verkürzen, den Weg. Dass wir sozusagen hier den Weg direkt hinplanen. Flip. So, okay. Dann werden wir mal das Gebiet upgraden. Dann müssen die nicht unbedingt so weit fahren, sondern können die direkt vorne um die Ecke das vielleicht machen. Ich hoffe, dass sie das nutzen, wenn sie es checken. Weil wir verkippen hier gute Mengen, das ist super. Und danach müssen wir halt gucken, wie wir das vielleicht auch bis hier rüber zum Kupfer kriegen, damit wir die Flächen dann zum Anbau nutzen können. Da ist halt wieder der Unterschied. Wir müssen dann Erde drunter packen. Also 2, 3 Schichten Erde, damit wir halt pflanzen können. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst uns den Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, weil YouTube will ja jetzt die Glocke, damit ihr informiert werdet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.